Ja, hallo, das ist die Grüne Wirtschaft. Ihr seid bei WeTalk. Das ist unsere Sendung, in der wir Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich vorstellen. Wir behandeln verschiedenste Themen und Top-Thema momentan, zumindest auf meinem Schreibtisch und in meiner Firma, das sind die Energiekosten. Die gehen ja momentan in Höhen, die man sich lange nicht vorstellen konnte. Und was braucht es jetzt unbedingt, damit wir dagegen ankommen? Ein großes Ding ist Regionalität. Und es gibt so viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Niederösterreich, die uns auf kurzen Wegen beliefern können. Und einer davon, das ist der Josef Brischl. Und der beschäftigt sich mit dem Verkauf von Fässern. Das heißt nicht nur regional, sondern er hat ein Produkt, das eindeutig zum Upcycling gehört. Und ich sage gleich mal Hallo. Hallo Josef, du bist schon da. Grüß dich. Grüß euch. Hallo. Ich freue mich so, dass du hier bist bei uns und ich sehe da im Hintergrund schon deine Produkte. Das ist überhaupt immer toll für alle Zuhörer, dass man sich ja gleich ein Bild machen kann, was da verkauft wird. Aber ich möchte dich gleich mal fragen, ein bisschen was zu deiner Person. Josef, wo bist du zu Hause? Ich bin Monhof in St. Leonhard am Forst in Niederösterreich, im schönen Mostviertel. Im Mostviertel, in der Gegend Melk, gell? Genau, neben Melk. Melk ist circa 12 Kilometer von mir entfernt. Also wirklich mitten im Herzen von Niederösterreich. Ja. Und deine Firma heißt? Und deine Firma heißt ja. Fass & Moor. Fass & Moor, so findet man es auch im Internet. So findet man es im Internet, genau. Ja, und du beschäftigst dich mit dem Upcycling von Weinfässern, auch ist das gebrauchte richtig? Gebrauchte Rotweinfässer, richtig. Ja. Aber nicht nur das, sondern ich habe gesehen auch Sauerkraut, Krautfaseln etc. Das sind mittlerweile Zusatzprodukte geworden, das hat sich einfach so ergeben. Die Paletten wird immer größer und größer, die Anfragen werden immer mehr und somit musst du ja um immer mehr Produkte umschauen. Ne? Mhm. Aber der Start war wirklich das gebrauchte Rotweinfass. Das Standard-Barrique-Fass, wie es gebräuchlich und üblich ist. Mit dem hat alles begonnen. Ja, man findet dich. Du hast bei dir ein Lager, ein Geschäft oder wo verkaufst du vorwiegend? Wir haben vor 2 Jahren schon einen Showroom gebaut, dass die Sachen endlich einmal wirklich ordentlich dasteigen zum Anschauen, weil das Städtisch ist ein sehr großes Hauptprodukt geworden. Ja, wir sind. Man kann also zu dir kommen, kann sich was anschauen. Aber du bist auch auf Messen vertreten, stimmt das? Wir fahren im Jahr so zwischen 4 und 8 Messen an, hauptsächlich Gartenbaumessen, kleine Sachen, Berchtesgadener, Steinz, also verschiedensten Betreiber. Das ist unser Metier, wo wir hinkehren. Wir funktionieren auf keine Kirtage oder sonst irgendwas, weil da passt es einfach nicht. Aber auf die Gartenbaumessen, da sind wir stark. Okay, und natürlich im Internet. Für alle, die es gar nicht abbrechen können, schaut ins Internet. Das heißt, die Seite heißt fass-end-moor.at. Das stellen wir jetzt auch noch in den Chat rein. Da können sich alle ein Bild machen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen back to the roots. Was für einen Beruf übst du eigentlich aus? Was bist du? Ich bin gelernter Tischler. Okay, und hast keine Tischlerei, sondern einen Verkauf? Nein, ich habe keine Tischlerei. Okay, wie bist du zu deinem Geschäft gekommen? Ja? Ich war langmutig als Tischler angestellt, war dann 10 Jahre unterwegs im Turnhallenbau. Wir haben Turnhallen eingerichtet und da hat sich nebenbei schon die Sache mit den Weinfässern angefangen, dank meiner Frau. Aha, wie ist das gekommen? Meine Frau hat einfach einmal gesagt, in unseren Garten kommt keine grüne Plastiktonne. Und somit, haben wir die ersten Fässer angebracht für unsere eigenen Regentonnen. Und so ist es dann einfach gewachsen. Und wie bist du dann zu Regentonnen gekommen? Ich weiß, ich kenne das Problem ja. Ja, also ich selber suche ja auch so ein Fassel. Gott sei Dank habe ich es ja jetzt mittlerweile gefunden bei dir. Aber wo bist du fündig geworden? Oder ist das jetzt ein Betriebsgeheimnis? Die ersten Fässer habe ich wirklich gekauft im Burgenland bei den Weinbauern. Es hat sich über die Plattform Will Haben ergeben. Ich habe einen dort gefunden. Ja. Und bin dort einfach mit einem großen Bus hingefahren und meine Frau glaubt, ja, das habe ich auch schon öfter erlebt, dass ich was auf Will Haben gefunden habe. Nur ich habe keine Geschäftsidee daraus gemacht. Wie ist das dann gegangen? Meine Frau hat glaubt, ich komme nur mit 2 Fässern heim. Heimgekommen bin ich eigentlich mit 10, weil ich habe eigentlich gleich alle gekauft, was er gehabt hat. Und habe dann gesagt, wir werden das schon weiterbringen. Und habe das dann auch ins Will Haben gestellt und so hat das alles angefangen. Die Fässer und die 10 Fässer hast du im Anhänger gehabt, oder was? Ich habe einen großen Putz gehabt, ja, genau. Einfach einpackt, mitgenommen, da haben wir auf Will Haben gesetzt. Und auf Will Haben gesetzt, die sind relativ flott weg gewesen. Und dann gehst du natürlich auf die Suche, wo kriege ich wieder her? Österreich tut nicht,
das ganze Jahr Wein abfüllen. Das ist eine saisonbedingte Sache in Österreich. Mhm. Es hat dann Gott sei Dank nur einen Weinbauern gegeben, wo ich einen gekriegt habe. Aber dann war die Füllzeit in Österreich vorbei und dann fängst du den Suchen an. Und wo kriegst du wirklich größere Mengen am Fässer her? Ich habe dann einen Händler in Deutschland gefunden, der was mich das erste Mal beliefert hat mit 100 Fässern. Ja, das war schon die Sensation, wenn auf einmal 100 Fässer bei mir da steigen. Ich denke mal, das ist ja logistischer Aufwand. Ja, das ist mein Soul, das ist nicht das große Problem. Die großen Lastwagen, der Lund das aufbringt, ist eher fertig. Wenn Platz brauchst und Platz einlagern brauchst, musst du das irgendwo. Platz ist immer das Problem bei den Fässern, weil es großvolumig sind, das ist so. Ja. Und dann hat er das angefangen. Die 100 Fässer gingen weg, dann brauchst du die nächsten. Die da draußen hat gesagt, sie hat momentan keinen. Und dann fangst du ins Suchen an. Ins Suchen, ins Suchen, ins Suchen. Und du kommst zwangsweise natürlich zu den großen Weinbaugebieten in Spanien und in Frankreich. Mhm. Und es gibt dort Händler, die sich auf dich spezialisiert haben, die gebrauchte Fässer für die Weinbauern zurückkaufen und wahrscheinlich die neuen Fässer gleich den Weinbauern wieder verkaufen. Und die bieten dann die gebrauchten Fässer am Markt an. Und die Adressen habe ich Gott sei Dank gefunden und so hat sich das ergeben. Mittlerweile kaufen wir die Fässer sattelweise, das heißt, da kommt das All mit 225 Stücken. Ja, du hast jetzt zuverlässige Lieferanten. Jetzt muss ich aber nochmal zu dieser Gründung zurückkehren, weil das ist einfach eine Erfolgsgeschichte, die du da hast. Ja? Und das interessiert dich jetzt viel. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, regional, das ist ein großes Thema und am liebsten würde ich ja hinausschreien, gründet jetzt, ja, und macht's Geschäften und schauen wir, dass wir uns regional wieder gut aufstellen. Richtig, weil gerade heute ist in der Zeitung wieder gestanden, die großen Gewinner dieser Krisen sind die größten Handelsketten, weil die günstigsten Preise haben. Das kann ja nicht sein. Nicht? Jetzt gehst du einfach her und sagst, ich nutze einmal will haben. Du bist da nicht umsonst hingegangen. Das ist ja eine schöne, wunderschöne österreichische Plattform in Wirklichkeit. War natürlich der Killer für eBay in Österreich. Das heißt, Österreich hat tatsächlich eine Plattform geschaffen, die einen Sensationserfolg hat. Und du bist dort aufgesprungen, schon mit dem Wissen, dass das Ideale ist, zu beginnen. Weißt du, du kaufst selber über Willhaben ein. Natürlich war der erste Gedanke, die stürmen ins Willhaben. Mhm. Das sagen einfach Unmengen an Leuten, da funktioniert das. Mhm. Das war also. Hast du das dann am Anfang wahrscheinlich privat genutzt, weil es ist ja eine private Verkaufsplattform. Hast du den Umweg noch angetan und hast dort, ich glaube, es gibt ja einen gewerblichen Account auch. Man könnte grundsätzlich gewerblich auch verkaufen. Ja, du musst. Musst sogar. Okay. Du Willhaben das mitgekriegt, was du magst, dass das gewerblich läuft. Ja. Sperrst du deine Annoncen auf den Tag. Also ab einer gewissen Abnahmemenge ist dann sofort. Soweit. Ja. Sie schreibt dir aber am gleichen Tag auch sofort an, mit einem Angebot, was du machen kannst, was du das kostet. Und es ist wirklich eine Riesenplattform und beim Preis-Leistung gewaltig. Mhm. Ohne Worte. Also du stößt deine Annoncen da rein und man wirklich ein gutes Geld. Also es ist ein guter Start. Sagen wir perfekt. Mal so. Er ist ganz perfekt. Wir haben ist perfekt. Mhm. Und danach hast du aber selber Seiten auch gemacht. Ne? Dann magst du natürlich selbst eine Website. Die wird jetzt wieder gerade komplett neu überarbeitet und neu gemacht, weil wir einfach mit dem Volumen, was wir mittlerweile haben, wir kommen mit der Website nicht mehr zusammen. Das ist auf Gemdo-Basis aufgebaut. Das geht nicht mehr. Das macht jetzt bei unserer kleinen Firma in St. Leonhard. Der macht mir die ganze Website neu, dass wir dann den Versand für Deutschland und für alles wirklich dabei haben. Mhm. Ja, es wird immer größer und größer. Jetzt muss ich mal die Frage stellen, wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile? Ich bin ein Ein-Mann-Betrieb. Wahnsinn! Und das bleibt, ja. Ich meine, Entschuldigung, muss ich mit den Zuschauern mal kurz sagen, schaut euch mal hinten das Bild an, ja, was dort verkauft wird alles. Ja, und schaut mal auf die Internetseiten. Das geht ja über Dekoartikel, Brunnen, Blumen, Töpfe, alles mögliche. Ich habe jetzt ehrlich gesagt geglaubt, ich habe es da mit einem Betrieb für 50 Leute zu tun oder so. Genau, mein Ein-Mann-Betrieb. Okay, ich habe Gott sei Dank eine sehr kreative Frau, die was auch da ein bisschen dahinter ist. Okay, die zählt aber bitte schon. Ja, das ist eine aber sie ist nicht angestellt mehr. Ja, aber in Wirklichkeit, das wissen wir alle. Ohne meiner Frau ganz nicht. Das hat dann funktionieren. Ganz im Gegenteil, du wärst ja gar nicht auf die Idee gekommen. Ne? Sagen wir gleich mal, richtig. Sagen wir mal ehrlich. Der Grundgedanke war natürlich von der Chefin aus. Ja. Und damit wir das richtig gendergerecht machen, muss ich aber dazu sagen, ich kenne genug Unternehmerinnen, die das Gleiche über ihre Männer erzählen, ne? wo sie die Männer einbringen und sie auf die Idee bringen. Genauso funktionieren, ja. Okay, kommen wir mal kurz zu den Produkten. Also wir wissen schon, Regentonne ist auf jeden Fall ein Thema und
Das heißt, ich kriege ein Weinfass, das ich tatsächlich als Regenfass verwenden kann. Ich kann das ins Freie stellen und das hält. Ja. Das verfault nicht. Meine ersten Regenpannen steigen heute nur bei mir. Okay, ich kann die einfach hinstellen. Muss ich etwas beachten? Das war 2013. Wir stellen das auf Füße, dass unten bei immer die Luft zirkulieren kann. Mhm. Wenn unten der Deckel immer feucht hat und das vermodert. Darum schauen, dass das ein bisschen in der Höhe ist, dann kann unten bei die Luft durch. Ja. Da hat eigentlich kein Problem. Und da die Eisenring? Nein, die sind verzinkt. Ah, okay, gut. Das ist ein verzinktes Eisen. Bis das die verrosten, ist Fassel schon lange kaputt, glaube ich. Okay, und wie lange kann ich das, glaubst du, halten? Wie lange hält das? Ich sage, meine Steine seit 8 Jahren da. Okay, also 8 Jahre haben wir schon, könnte man schon fast ein bisschen eine Garantie nennen. Nicht? Also wenn man es richtig aufstellt, ist das richtig, kein Problem. Ja. Mhm. Gut, was kann ich noch machen mit Fässer? Nach der Regenpanne sind natürlich dann sofort mit den Blumen drüber gekommen. Pflanzendröge in allen Variationen. Das sind jetzt Fässer zerschnitten. Ich schneide dann auseinander, genau. In der Mitte auseinanderschneiden, der längs, der quer, in allen Richtungen, was mir alles einfällt. Nach die Blumentröge war dann das erste Mal einen Städtisch zu bauen. Moment, bei Blumentröge fällt mir jetzt aber auch sofort ein. Wir haben ja solche Hochbeete bei uns stehen. Und das größte Problem ist die Erden, die jetzt mit dem Holz zusammenkommt. Wenn ich gier's, tut dem Holz nicht gut. Wir haben wahrscheinlich das falsche Holz. Ne? Nein, das ist sicher nicht. Wir laden eine Rede, die Blumentröge auszulegen mit einem Baufließ. Ja. Dass das die Erden und das ganze Wurzelwerk von den Pflanzen nicht direkt an das Holz kann. Mhm. Du hast einfach das Problem, du bringst es nie wieder aus, wenn die Wurzeln mit dem Fass verbinden. Die fressen sie so richtig ein und du kriegst es nie wieder aus. Wenn ein Fließ drinnen ist, drehe ich den Blumentrug um, der Ballen fällt das ganze aus und das war's. Ne? Mhm. Ach so, verstehe. Okay. Genau das Gleiche. Und Entwässerungslöcher bauen, dass das Stauwasser weg kann. Ja. Wir roden auch noch dazu, da unten 10 cm Lecker oder irgendwo ein Blädon rein. Dann entwässert das noch viel besser. Entschuldigung, was macht's? Ein Blädon, Lecker. Und kleine, vorher? Die Kugel. Okay. Dann erst die Erde drauf. Somit also eine Drainage, das, richtige. Ja. Genau, Drainage machen. Und vorher, wie viel Löcher macht du so richtig? Ja, wenn es ich bohre meistens 5. Einfach drunter. Unten im Boden, in die kleine Bord, ja genau. Okay. Die Staunässe ist fürs Fassel nicht gut und für die Pflanzen nicht gut. Ja, ja. Das kennt man eh, ja. Okay, was gibt es noch? Was ist der Exportschlager? Sagen wir so. Städtische. Städtisch, gell? Städtisch ist eigentlich das Produkt schlechthin geworden. Du bist eigentlich wahrscheinlich der Ausstatter aller Christkindlmärkte mittlerweile, weil da stehen sie immer rum. Nicht unbedingt, aber es sind viel private, man glaubt das gar nicht, wirklich. Mhm. Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, irgendwelche Jubiläen. Mir dann das, ich tue das personalisieren, das Fassel. Ich habe mir einen Laserbrenner gekauft, wir können das beschriften, wir können das Glasplatten beschriften, also da das Personalisieren, das ist sehr, das kommt sehr gut an. Okay, und das machst du alles selber? Ja. Ich bin echt beeindruckt. Ja, wie viel schaffst du dann so am Tag? Oder was ist das so dein Pensum? Das kannst du schon sagen, es kommt immer drauf an. Ich habe voriges Jahr habe ich 1500 Fässer durchgearbeitet. Nein, nicht wirklich. 1500 Fasseln sind über deine Hände gegangen. Ja. Das ist schon gigantisch, gell? Und jetzt, ich habe ja gesehen, du tust das auch veredeln, nicht? Teilweise. Ja. Da gibt es natürlich in der Hauptsaison einen Sonntag auch fast nicht mehr. Ne? Ja. Da ist es halt dann wirklich sehr intensiv. Du wirst bald vergrößern. Ah, tue ich nicht. Ganz sicher nicht. Echt nicht? Gar nicht? Überhaupt keine Idee dazu. Du sagst, du bleibst klein und fein. Ja. Ist echt interessant. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hergegangen und sage, hey, mir interessiert das Produkt, ich würde das gern bei mir in den Shop stellen, ich würde das auch gern verkaufen, ich kaufe es halt bei dir ein oder so. Selbst das war da dann zu viel, oder? Der Gedanke, das war schon für viele da, dass es Zwischenhändler fungieren könnten. Aber meine ganze Firmenphilosophie ist aufgebaut für den Endkunden. Das heißt, ich muss eine komplette neue Preisliste machen. Ja, natürlich. Der will ja einen Rabatt haben, der will auch was verdienen. Und somit müssen die komplette neue Preisliste machen und das tue ich mir einfach nicht an. Meine Preise sind endverbraucherorientiert und das wird auch so bleiben. Ja. Das heißt, das ist eine Philosophie, das ist jetzt einmal die nächste Zeit einmal in Stein gemeißelt. Also, dass ich da jetzt keine Hoffnungen mache, dass er jetzt mit dir da groß ins Geschäft kommt und dich als Großhändler nimmt, sondern da muss schon jeder selber eine Idee haben. Es gibt natürlich Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Seit 4 Jahren kauft die Rewe bei mir ein.
Der Rewe-Konzern kauft bei mir. Alle Fässer, was in Billa und Billa Plus steigen bei den Weinregale, die kommen von mir. Also, es wird eh mehr und mehr. Ja, ja, nur halt nicht so, wie ich jetzt gemeint habe. Nicht, dass man jetzt aber der große Zwischenhandel sagt, auf deinem im Shop auf haben und so, und dann mache ich das wird es nicht. Okay. Nein, gut. Wie war es mit der Gründung? Ich weiß ja nur, dass immer, wenn irgendein neues Produkt kommt und so, dann schaut die Wirtschaftskammer ein bisschen rein. Okay, also was bietet man denn das an? Du bist jetzt wahrscheinlich im allgemeinen Handel einfach ansässig, nicht, oder? Ich habe den Handelsschein. Ja. Und habe dazu das Kleinkunsthandwerk, dass ich meine Fässer veredeln darf. Mit dem Handelsschein darf man das eigentlich nicht umbauen. Du darfst es maximal reinigen und solche Sachen, aber ich darf es nicht veredeln. Und da gibt es das Kleinkunsthandwerk. Okay. Das erlaubt es. Das erlaubt es. Super. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Ja. Ja, und das haben sie da empfohlen gleich und haben gesagt, okay, das ist es. Wirtschaftskammer gefahren. Das war eigentlich in einer Stunde war das alles ausgeredet. Das war überhaupt kein Problem. Wir haben da im Melk sehr gute Leute auf der Wirtschaftskammer sitzen, also die haben wirklich Ahnung. Ja, die Bezirksstellen, die sind immer gut. Gell? Gut. Das merkt man, das hat die haben dann doch in Zahn direkt bei dir. Nicht? Also die wissen, die können da nachfüllen und machen das richtig. Das funktioniert. Okay, sonst irgendwas. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt so die gute Fee und du könntest jetzt zu mir sagen, hey, ich brauche da das oder das. Vom Gesetzgeber, von der Wirtschaftskammer etc. Was braucht es noch, damit dein Geschäft so richtig gut und flüssig geht? Ich sage jetzt gar nicht, dass es größer wird. Ich sage nur, dass es da ein bisschen leichter fällt. Ich hätte eigentlich kein Problem mit Wirtschaftskammer oder sonst irgendwas. Das, was derzeit sehr wichtig wäre, war der Nachschub für die Fässer. Es ist momentan eine sehr harte Zeit geworden. Die Preise explodieren bei den Fässern genauso. Du kriegst fast keinen. Also es ist wirklich sehr, das war schon scheinbar, wenn du über das keine Sorgen machen brauchst. Aber was könnte man da jetzt tun? Wo liegt denn eigentlich das Problem? Ist das jetzt wirklich nur diese blöde Pandemie, die da jetzt einpusht, oder sind es die Transportkosten? Was ist es denn? Die momentan? Transportkosten sind nicht das Problem, weil du Transport kriegst, du zahlst nicht mehr. Okay, das ist nicht das große Übel. Beim Fassl ist das Problem, dass der Fuß ganz kriegst momentan. Das Problem ist das, es wird alles sehr, sehr teuer. Der Holzpreis geht ins Unermessliche. Die Eiche ist extrem teuer geworden. Ja, aber heißt das, die verwenden jetzt das Fassl über zweimal? So ist es. Nein, nicht wahr. Die Fässer werden regeneriert. Aha, das heißt, die werden geöffnet, innen nochmal ausgefräst. Der Weinstein, das wird alles rausgenommen. Ja. Dann kann er das Fassl nochmal verwenden. Na gut, aber das sagt mir jetzt, so wenn ich jetzt nachrechne, das heißt, es gibt auch ein schweres Jahr für die, nämlich dann, wenn sie es einfach regenerieren. Das sind meistens aber, so zwei Jahre. Aber irgendwann... Nein, das ist richtig, das wird alles wieder. Ja klar, dann ist es halt drei Jahre alt und nicht zwei Jahre alt. Die Fässer sind im Schnitt momentan so alt um die 10 Jahre. Okay, und jetzt dann sie es halt nochmal 5 Jahre verwenden oder so und... Wird das einfach eine Periode mehr genommen. Ja, okay. Und dann wird sie das alles wieder einrenken und hoffentlich... Ja, das Einzige, was wir rechnen müssen, ist halt der Transport... Da wird eine gewisse Kostenwahrheit entstehen. Nicht? Und die muss man halt einrechnen. Es muss leider weitergehen an die Kundschaften. Ja, ich habe es gesagt. Na klar, natürlich. Aber wer macht das nicht? Also wir haben früher auf Preiserhöhungen gehabt, alle 2 Jahre mal, weil es eh wirklich schön gerannt ist und immer gleich geblieben ist. Mittlerweile haben wir bald Preiserhöhungen 4 Monate. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du Fässer anfragst und wenn du da kaufen willst, sind die Preise wieder höher und wieder höher und wieder höher. Mhm. Ja, die machen sich natürlich jetzt da ja Geld. Mhm. Wenig Ware, große Nachfrage. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Ja, und trotzdem muss ich sagen, also deine Preise haben mich jetzt nicht unbedingt geschreckt. Also wie ich das gesehen habe. Das kann ich aber machen, weil ich auch einen Mannbetrieb. Ich bin ein ganz kleine Quetschen, unter Anführungszeichen. Ich bin bei einem ehemaligen Schulkollegen bei mir mit der Werkstatt und meinem Lager eingemietet. Da zahle ich ein vernünftiges Geld für die Miete und somit geht es. Ja. Und wie machst du das mit dem Administrativen? Weil du wirkst mir jetzt sehr bodenständig. Wie schaut es mit Buchhaltung aus? Und so? Okay, also die stille Mitarbeiterin, die wir nicht erwähnen. Okay. Ich bin kein Buchhalter. Ich bin, wie du sagst, ich bin ein kreativer Mensch und die haben die Buchhaltung nicht am Hut. So wie viele. Jetzt. Das war für mich eine Schachtelwirtschaft. Bis meine Frau einfach gesagt hat, es reicht. Dann hat sie ein paar Buchhaltungskurse gemacht und seitdem macht die Buchhaltung sie. Und seitdem rennt sie aber in sehr guten, richtigen Bahnen.
Okay, hast du, ja, wie ist denn dir gegangen, wie Corona begonnen hat? Hast du da Probleme gekriegt? Der erste Lockdown war lustig. Ja. Eine Woche tot. Ja. Kein Anruf, keine Mail, keine Bestellung, nichts. Da habe ich schon gesagt, wird eine interessante Zeit für uns. Und nach der einen Woche habe ich mit der Wirtschaftskammer mit telefoniert, sage ich, wie schaut das aus mit Abholungen? Sag ich, und da ist das Click & Collect gekommen. Haben sie mir dann eröffnet, mit Click & Collect funktioniert das. Das habe ich dann ausgeschrieben und dann war Weltuntergang. Dann war wirklich Weltuntergang. Da haben sie mir die Tiere eingerannt. Die Leute waren daheim, die haben Zeit gehabt. Das erste Corona-Jahr war für mich, ich war sicher ein Gewinner des Corona-Jahres. Die Leute haben ja ihre Gärten daheim hergerichtet. Ja, ja. Ah, deswegen, okay. Also wirklich, die haben geschaut, dass es daheim schön wird. Das erste Jahr war schon gewaltig, ja. Und das vorige Jahr war noch mehr stärker. Also da ist es richtig rumgegangen. Ja. Und sage, das heißt, ich brauche dich gar nicht fragen, ob du Förderungen in Anspruch genommen hast. Das war alles nicht notwendig. Nein. Ich bin stolz darauf, dass ich keinen Cent gebraucht habe. Ja, ja, ist eher in die Höhe gegangen. Gut. Ja, aber jetzt hast du natürlich gesagt, es ist trotz allem ein Luxusprodukt. Ne? Das heißt, Wenn jetzt die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dann könnte es schon sein, dass es ein bisschen schwieriger wird. Ne? Jetzt sicher. Mhm. Dann werden wir sie irgendwas anderes einfallen lassen. Wobei, sagen wir uns wirklich ehrlich, du hast so ein schönes Produkt, ja, und das ist vor allem ein nachhaltiges Produkt. Nicht? So wie du gesagt hast vorher, das ist jetzt nicht die Plastikregentonne, wo ich mich dann fürchten muss, dass mir bald nicht mehr gefällt und dann, wo ich es dann hinhaue, wenn ich es dann nicht mehr brauche, sondern es ist ein sehr schönes Produkt. In Wirklichkeit, jeder, der nachrechnet, müsste also eigentlich sagen, dein Produkt bevorzugen. Jeder, der was wirklich rechnet und kalkuliert, ja. Der sagt ja selber, wenn er sich eine ordentliche Kunststoffregentonne kauft, die was wirklich was anhält, dann kommt der teurer als wir mit meinem Fassel. Na sowieso, ja, klar, natürlich. Ja. Was mir jetzt einfällt, ist, mit Reinigen, ich meine, Regenwasser, wenn es direkt von der Regenrinne kommt, ist ja auch nicht immer ganz sauber. Wie putzt du die Regentonnen? So ist das über den Winter sowieso nicht stehen lassen. Im Winter ausleeren umdrehen. Ja. Und bevor ich das mache, wasche ich es mit Kirche raus. Ein Hochdruckreiniger auswaschen. Ach so, ja. Fast die leichten Vonreinigungen heraus und das war's. Mhm. Wer braucht es aber dann eigentlich nicht? Nein, mehr tue ich auch nicht. Überhaupt nichts. Ich behandle das im Außenbereich, ich behandle nichts, gar nichts. Das wird grau, das vergraut, wie es heute halt ist. Ja. Das ist eine natürliche Patina und ich sage an jeden, Arme streichen, immer streichen. Mhm. Und zusammenhängen, mehrere Fasseln, wenn man mehr Regenwasser hat? Ohne Probleme. Schaut zwar jetzt nicht so aus, nicht? Der Regen nimmt ein bisschen ab. Ja, schaut nicht so aus. Nein, aber es ist kein Problem. Mit einem Verbindungsstickel ist das überhaupt kein Problem. Und das hast auch du im Sortiment, gell? Das kann man gleich mitbestellen, gell? Ja, ja. Mhm. Es sind ja schon 225 Liter Fässer mittlerweile im Programm. Ich habe ja auch noch 300 Liter. Nächste Woche kriege ich wieder 400 Liter. Also da hast du eher ein bisschen eine Variable. 400 Liter Fässer, das ist schon ziemlich groß, ja. Ja, mit Barrikasbau sind so das ist schon so ziemlich die größten. Die kriegst du nicht leicht. Aber bei der nächsten Lieferung kommen wieder. Mhm. Und die sag, wenn du da jetzt einkaufst, brav in Spanien, Frankreich etc., wie geht es da mit den Leuten dort? Ist das eine andere Mentalität? Spanien ist einfach. Sag ich. Frankreich ist eine eigene Geschichte. Ja, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so, dass die jetzt einfach Englisch mit dir reden. Ne? Das sind ja sehr stolzes Volk. Ja, Frankreich ist eine Katastrophe. Mhm. Frankreich lassen die wirklich sterben. Mhm, ich habe da, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, dass ich mal einen so weit gehabt habe, dass er mir was liefert. Die musst begnien. Wenn das dann funktioniert und der sieht, dass er sein Geld kriegt, dann ist das Thema alles erledigt. Andererseits. Das ist ja für beide Seiten nicht einfach, oder? Ich meine, du bestellst beim 100 Fasseln, der hat dich noch nie gesehen. Nicht? Du musst das zahlen, du weißt nicht, ob es kommt. Vorauskasse. Na, ich glaube mir, ich bin eingefahren. Ich habe am Anfang umgeschaut. Die haben mich sterben lassen. Wirklich, zahlt und nichts kommen. Nein, da ist nie was gekommen. Das ist zwar mit Gericht und alles, dann haben sie verhofft und alles, aber es ist einfach nur dann rausgekommen, naja, er hat einen schlechten Start gehabt in seiner Firma. Da ist nie was passiert. Und das also gehört, der Wille wäre schon da gewesen. Er hätte schon. Nein, hat er nicht. Das war Betrug hoch 10. Okay. Ich bin dann in Verbindung gekommen mit anderen Firmen, mit Engländern und alle möglichen, die was genau bei dem gleichen Händler zur gleichen Zeit mitgegangen sind. Also der hat einfach nur erkannt, viele Leute suchen Fasseln. Ja, der hat da 30 Leute auf einmal genommen. Der hat da Lawinen Geld gemacht.
Ich hatte 30 und Firmen auf einen Schlag. Bist du umgefallen? Ja. Autsch. Das hast du nicht mehr gesehen. Das war ein bisschen ein Dämpfer, nicht, in der Gründungszeit. Ja, das war gleich im ersten Jahr, also 2014, gleich im ersten Jahr, so richtig. Da ist dann die Überlegung gewesen, was tun wir? Hör mal auf, oder? Und ich habe dann gesagt, sage, wenn ich aufhöre, habe ich es verloren. Ja. Wenn ich weitermache, kann ich mir zurückarbeiten. Mhm. Und so das ist war das eigentlich ein Motor dann, nicht? Ja, es ist 2014 wirklich dann schon einer Selbstläufer geworden. Das hat dann wirklich schon gut funktioniert. Da habe ich schon um die 300 Fässer im Jahr verkauft. Da war das schon ganz gut eigentlich. Okay, super. Wie tätest du deine Kunden bezeichnen? Also wo sind sie vor allem da? Ich meine, du hast gesagt, jetzt Leute mit Garten, nicht? Natürlich. Gartenfreaks. Das ist eine Geschichte. Sehr viele Gartenfreaks, wirkliche Freaks. Ja. Hobbykundschaften, Dauerkundschaften, Stammkundschaften. Das ist ein Irrsinn, das ist ein Schaugarten von mir fast, was die mittlerweile im Garten stehen haben. Das ist schon Wahnsinn. Okay, das schaut so aus dann wie bei dir jetzt im Hintergrund. In der Richtung, ja. Wahnsinn, einfach Fans. Fans vom Fass. Ja, genau. Mhm. Cool. Was kann man da alles machen mit dem Fassl? Wir waren noch nicht ganz fertig. Früher, meine Mutter hat erzählt, sie ist jetzt erst schon im hohen Alter noch auf Fasstauben Ski gefahren. Machst du sowas auch noch? Ich mag es nicht. Ich habe eine Kundschaft in der Steiermark. Mhm. Gruppen junger Herren, die holen sie pro Jahr so um die 20, 30 Tauben. Die haben so eine Fasstaubenpartie. Die sind dann Fasseltaufen fahren. Die fahren wirklich? Die fahren damit. Lässig. Die haben mir da schon Fotos geschickt. Was das so richtig in der Adjustierung wie früher. Junge Buben, aber ein verrückter Haufen, aber voll genial. Und die machen jetzt Werbung für dich hoffentlich, ne? Brav. Bei deiner die Schule angekommen. Ja, dann habe ich gesehen, Aufsteller für Wein habe ich gesehen, Uhren habe ich gesehen. Die ganzen Dekos, ja, die ganzen Dekos auch. Das heißt, da geht es aber ums Holz von den Fasseln in Wirklichkeit, nicht? Also. Naja, die Form wird immer da sein. Fast, aber ist rund. Ja, irgendwo sichtbar. Ja, du genau. Musst irgendwas machen. Also. Mhm. Aber bei der Armbanduhr sehe ich das ja jetzt nicht ja, gerade. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Armbanduhr macht die Firma Weitzeit in der Steiermark. Und die Firma Weitzeit kauft von mir Fässer zu, aus dem, was die Uhren gefertigt werden. Ah, okay. Da seid ihr jetzt in Verbindung. Okay, eine steirische Uhr ist das. Lässig. Steirische Uhr. Der kauft bei mir Wein- und Whisky-Fässer zu. Ja. Und verarbeitet die zu seine Uhrwerke, also zu seinen Uhrbanden und zu den Gehäuse. Mhm. Dann war natürlich der Gedanke naheliegend, dass ich irgendwann einmal ein paar Armbanduhren bei mir ins Geschäft stelle. Mhm. Na klar, natürlich, ja. Möbel, ne, ist auch ein Thema. Ich Möbel glaube, in allen Variationen. Sitzmöbel gesehen, gell? Sitzmöbel, ja. Barhocker, es wird immer mehr und mehr. Mittlerweile ganze Bars mit Wandverkleidungen und es wird wirklich immer vielfältiger und immer wüder eigentlich. Du bist nicht zu stoppen in deiner Kreativität, du merkst das schon. Nein, es gibt Sachen, ich habe bei uns eine Friseurin gemacht, der habe ich den ganzen Eingangsbereich gemacht, den Empfangspult, den habe ich gemacht. Ja. Zu der habe ich nur sagen können, gib mir einfach die Größe, wo ich mich bewegen kann, weil wie es ausschaut, kann ich da vorher nicht sagen. Ich würde da was einstellen, das was cool ausschaut, aber wie es ausschaut, kann ich da noch nicht sagen. Ich baue da einfach einmal drauf los. Ja, ja. Und sie hat dir da aber auch vertraut, weil ja, das hört jetzt so an. Die kennen sie schon lang genug. Die kennen sie schon lang genug. Also. Und das ist wirklich auch ein Eye-Catcher geworden. Aber das heißt ja auf jeden Fall, das spricht ja für dich, das spricht ja auch für das Service. Nicht? Weil wenn ich heute irgendwo anrufe und sage, ich brauche halt irgendwas, eine Geschäftseinrichtung oder so, und dann das Erste, was ist, wie stößt das denn vor? Nicht? Normalerweise, aber das heißt, du betätigst dich ja da jetzt mittlerweile schon als Innenarchitekt. Ein paar kleine Vorgespräche hast du natürlich schon, in welche Richtung was gehen könnte. Aber ich habe gesagt, wie es genau ausschaut, das kann ich einfach nicht sagen. Mhm. Ja, zu guter Letzt, bist auch noch ein Weingenießer. Wenn du mit Weinfasseln arbeitest? Ich bin ein Biertrinker. Bierfässer gibt aber ist es ja gibt nur. Bierfässer? Aber nicht mehr aus Holz, nicht, oder? Ja. Aber du kriegst fast keine. Ja. Jetzt arbeiten sie nur mehr mit den Metallfässern. Ne? Und die alten Bierfasseln, die Holzfässer, waren gesucht. Und du kriegst keine mehr. Du kriegst einfach. Es gibt so wenige, das ist ganz selten, dass ich da mal eins unterwischt. Da müsstest du wahrscheinlich einen Brauereiwagen fladern, einen historischen. Ne? Da ich hätte schon gleich mal von Kapzreiter den Bierwagen gekauft. Die haben da einen richtigen Holzwagen für die Pferde. Mhm. Den hätte ich schon gleich gekauft. Den hat mir aber meine Frau dann ausgerichtet. Da waren 50 Fässer drauf, mit wirklich
voll wunderschön aufgeputzter Bierwagen, der war ein Traum gewesen. Na, ich denke, was. Ja, schade, nicht? Aber andererseits, hoffentlich wird es irgendein Liebhaber gefunden haben. Du, Josef, das war ein total interessantes Gespräch. Ich kann nur sagen, Dankeschön, dass du uns da eingeführt hast in die Lehren der Fassbinderei, des Verkaufs, des Upcyclings von diesem Produkt. Und ja, ich brauche dir gar nicht wünschen viel Glück, weil ich höre schon aus, dein Glück liegt nicht unbedingt im Wachstum, sondern du sagst, so wie es rennt, rennt es und das ist gut so. Das gibt mir auch irgendwie Hoffnung, weil das ja auch irgendwo eine Vorgabe von uns ist, dass man sagt, irgendwann muss das doch mit stetigem Wachstum aufhören, passt da nicht ganz zur Regionalität. In Wirklichkeit sollte man schauen, dass wir mit den Dingen gut umgehen können, die wir haben. Und du bist einfach ein Vorzeigebetrieb dahingehend. Ja, allen Zuhörern kann ich nur empfehlen, schaut euch die Seiten an. Ich sage es nochmal, Fass and More mit Bindestrichen dazwischen.at. Die Seite wird aber demnächst überarbeitet. Nichtsdestotrotz, ich habe mir es angeschaut, die Produkte sind hervorragend. Schaut euch das an. Den Josef habt ihr jetzt kennengelernt, da brauche ich gar nichts sagen, da kann man vertrauen, da bestelle ich blind und weißt, du kommst auf Fassl. Also danke Josef und toi, 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 mach weiter so. Danke, dass du bei uns warst. Gell? Servus. Danke für die Einladung. Viertag, schönen Tag noch. Grüß dich, Josef, Baba.